Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteren Film in meiner Serie über den Logitech Pop Schalter. Ein Smart Home Schalter, mit dem man drei Sachen gleichzeitig machen kann, auch kombinieren kann. Sehr interessante Sache, aber dafür muss man ihn natürlich zunächst einmal in Betrieb nehmen. Und genau das machen wir heute. Ich nehme euch mit bei der Erstinstallation hier der Bridge und der beiden Schalter. Und dann gucken wir mal, wie das Ganze funktioniert. Los geht's! Schritt 1 ist die Inbetriebnahme hier der Bridge, der Brücke. Dazu machen wir hier zunächst mal diese Folie ab, die da noch dran ist. Dann natürlich hier auf der Rückseite den richtigen Stecker reinstecken, einmal festdrücken. Ja, und dann muss hier die Bridge in eine Steckdose gesteckt werden. Da am besten irgendwo zentral in eurer Wohnung, in eurem Haus, sodass die überall guten Empfang hat. Und wenn die dann eingesteckt ist und hier leuchtet, dann geht es jetzt weiter an eurem Smartphone. An eurem Smartphone dann zunächst in den App Store oder Play Store wechseln, einmal in die Suche rein und dann suchen nach Logitech Pop. Wichtig ist, wenn ihr das Ganze unter iOS macht und das auf einem Tablet installiert, das ist eine Anwendung, die gibt es nur fürs iPhone. Das heißt, ihr müsst dann auf eurem Tablet umstellen von iPad auf iPhone, dann könnt ihr das dort auch finden und natürlich auch installieren. Einmal hier drauf installieren die Logitech Pop App und danach geht es in der App dann weiter. Wenn die App dann installiert ist, können wir die hier einmal starten. Dann kommt hier noch so eine Abfrage. Ich erlaube mal nicht. Dann haben wir so eine kurze Einführung. Da blättern wir einfach mal durch. Machen hier unten weiter. Und dann kommen wir hier zum Punkt Einrichten. Wir drücken hier unten einmal auf Einrichten, müssen dann die Lizenzvereinbarungen akzeptieren und dann geht es weiter. Hier bekommen wir den Hinweis, dass wir die Pop Bridge nun an einem zentralen Ort anschließen müssen. Das haben wir schon gemacht. Und dann soll jetzt hier einmal Bluetooth aktiviert werden, damit wir eine Bluetooth-Verbindung aufbauen können zu der Bridge. Das machen wir mal gerade. Wenn das Pairing dann geklappt hat, dann erhaltet ihr hier einen entsprechenden Hinweis. Ihre Pop Bridge wurde gepaart und dann drücken wir hier einmal auf OK. Jetzt kommt als nächstes das Netzwerk. Wir müssen hier unser WLAN-Netzwerk jetzt hier auswählen. Das ist hier schon automatisch ausgewählt worden. Und als nächstes müssen wir dann unser Passwort eingeben. Dann bestätigen wir die Passworteingabe hier einmal. Und nun werden per Bluetooth die WLAN-Daten an die Pop Bridge übermittelt. Wenn die WLAN-Daten dann übermittelt wurden, dann kommen wir hier zu diesem Bildschirm Logi-ID erstellen. Wir müssen uns also hier bei Logitech erst registrieren, damit wir das nutzen können. Und da gibt es drei Möglichkeiten, Facebook, Google Plus oder klassisch per E-Mail. Dafür entscheide ich mich hier und gebe dann hier jetzt meine Daten mal ein. Okay, die Daten sind eingegeben und wir geben hier einmal unser OK. Dann müssen wir noch hier einmal zustimmen, die Nutzungsbedingungen einmal akzeptieren und regelmäßige E-Mails möchte ich nicht haben und dann einmal auf Fortsetzen. Jetzt wird das Konto erstellt und wir sind jetzt hier bei diesem Bildschirm Vorbereitungen. Da wird also sehr wahrscheinlich jetzt noch was eingerichtet. Warten wir mal ab, bis das durch ist. Ja, sieht ganz gut aus. Hier hat das Blinken jetzt zumindest mal aufgehört. Okay, und die Verbindung ist hergestellt. Programmieren wir einen Pop-Schalter. Drücken Sie einmal in der Mitte. So, dann wollen wir auch den ersten Schalter programmieren. Dazu hier einmal auf die Mitte drücken. Das mache ich jetzt mal. Okay, hier passiert etwas. Verbindung wird hergestellt. Wir warten mal ab, was genau da passiert. Okay, das sieht gut aus. Jetzt müssen wir diesen Schalter benennen. Den nennen wir zum Beispiel mal einfach Wohnzieh. Okay, das soll uns mal reichen. Speichern, gut gemacht. Wir werden nun nach Heimgeräten suchen, die Sie mit Pop steuern können. Okay, dann lassen wir den jetzt mal suchen. Oh, der hat schon hier unsere Philips Hue Bridge gefunden. Und da müssen wir jetzt natürlich auf die Hue Bridge drücken, damit er die finden kann.
Okay, ich habe auf die Huey Bridge gedrückt und ihr seht, hier ist eine ganze Menge passiert. Er hat die ganzen Philips Huey Lampen gefunden und auch hier die Sonos Boxen. Also drücken wir einmal auf Abschließen. So, jetzt wird es spannend. Zumindest verspricht die App das. Nachdem wir nun also die Bridge angeschlossen haben, den Schalter verbunden haben und auch per Smartphone hier unsere Smart Home Geräte gefunden haben, geht es jetzt darum, die ganzen Geräte oder die Geräte mit dem Schalter zu verbinden. Also fangen wir mal an. Wir können hier, das seht ihr, einfach Sachen rüberziehen. Und dann damit steuern. Und das wird hier in der Anleitung alles nochmal detailliert beschrieben. Aber wie das dann funktioniert, das zeige ich euch dann im nächsten Film. Denn heute sollte es ja mal nur um die Einrichtung gehen. Soweit also die Einrichtung der Logitech Pop Bridge, der Pop App und natürlich auch eines Schalters. Was damit konkret alles möglich ist, habt ihr ja vielleicht gerade schon mal so ein bisschen gesehen in diesem Tutorial, aber das gehen wir natürlich auch nochmal im nächsten Film dann detailliert durch. Wenn euch dieser Film hier schon gefallen hat und helfen konnte, dann freue ich mich wie immer über nette Kommentare hier unten drunter. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen. Empfehlt mich weiter und falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet, dann abonniert meinen YouTube-Kanal, damit ihr die kommenden Filme nicht verpasst. Wie immer sage ich zum Abschluss noch Danke fürs Zuschauen und Tschüss, bis zum nächsten Mal.